liebe Freunde, Halli, hallo, herzlich willkommen. So, wir haben hier die Spurstange, die Koppelstange, die Spur... Oh Gott, und das Lenkgetriebe. Da haben wir aber eine ganze Menge. Spurstange, Koppelstange, Spurstange, Kopf, Lenkgetriebe. Das hört sich alles nach vorne an. Da brauchen wir vielleicht doch gar keine Probefahrt machen. Dann testen wir das doch einfach mal. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das alles da unten? Dann müssten wir eigentlich von unten dran kommen, oder? Kommen wir da nicht dran. So, jetzt gucken wir mal. Lenkgetriebe. Das sieht ziemlich im Eimer aus. Jawohl. Ah, und da oben sind die anderen Teile, die kaputt sind. So, können wir das einfach jetzt abbauen? Oder... nein, das geht nicht. Das ist auch kaputt. Das können wir auch nicht abbauen. Oh je, ich glaube, da müssen wir viel ab... viel mit Reifen und so weiter abbauen. Uiuiui. Ich bin gespannt, was wir da jetzt alles rausziehen müssen. So, dann muss das wahrscheinlich auch alles ab. So, die sieht kaputt aus. Oh ja. Einmal abbauen. Geht das schon? Jawohl. So. Gut, was müssen wir jetzt noch abbauen? Okay, wie können wir jetzt weitermachen? Ah, das geht da raus. Wie kann ich den abbauen? Oh, Hilfe. Uiuiui, ich ahne Schlimmes. Ich weiß nicht, ob ich jetzt viel zu viel abschraube. Keine Ahnung, aber ich versuche es einfach mal. Nein. 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 Ah, Spurstangenkopf. Kann ich die Spurstange abbauen? Jetzt kann ich hier das Lenkgetriebe rausnehmen. Ne, das muss ich jetzt von der anderen Seite auch noch alles abbauen. Natürlich. Mal gucken, ob wir das irgendwie einfacher hinkriegen. Ne, da muss der erst abgebaut werden. Uiuiui, was eine Arbeit. So ist also die Ausbildung für die Autoschrauber. Ah, jetzt kann man das direkt... Ah, da brauchen wir gar nicht alles abzuziehen. Das ist gut. Ach, hätte ich mir die Arbeit da drüben sparen können. So, den. So, jetzt ist das im draußen. Das kann man auch rausholen. Das sieht auch kaputt aus. So, ich hoffe, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. wir schauen mal. Also, Spurstange, Lenkgetriebe, Spurstange, Kopf, VA-Typ. Oh, und Spurstange. Oh Gott, oh Gott. Das müssen wir jetzt alles bestellen. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken. Also, was ist da jetzt komplett im Eimer? Gucken wir mal. Da waren doch einige Sachen, die kaputt sind. Lenkgetriebe ist kaputt. Genau, Spurstange, Kopf, Spurstange. Okay, also Spurstangenkopf brauchen wir einmal, Spurstange brauchen wir einmal. Spurstange, das ist Getriebe oder ist das, wo ist das? Ne, Aufhängung ist das, glaube ich, ne? Spurstange, Spurstangenkopf. Koppelstange weiß ich nicht, Lenkgetriebe, war das das oder nicht? Ich weiß gar nicht. Spurstange brauchen wir. Spurstangenkopf brauchen wir. Okay, jetzt muss ich doch nochmal gucken. So, Spurstange, Spurstangenkopf haben wir. Jetzt brauchen wir Lenkgetriebe und Koppelstange Typ A. Lenkgetriebe und Koppelstange Typ A. Lenkgetriebe. Und Lenkgetriebe, Lenkgetriebe, Lenkgetriebe. Wo ist es denn? Da, Lenkgetriebe.
Lenkgetriebe kaufen. Und was war das andere jetzt? Oh, ich kann mir das nicht merken, ehrlich. Ah, ich bin, was sowas betrifft, nicht so der Beste. Koppelstange VA Typ A. Koppelstange. Koppelstange. VA Typ A. Die brauchen wir. So, ich hoffe, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Dann versuchen wir mal, das Auto wieder zusammenzusetzen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. So, einmal Antriebswelle. Ne, erstmal hier das Lenkgetriebe wieder einsetzen. Da haben wir jetzt ein neues. Spurstange einsetzen. So, Spurstangenkopf einsetzen. So, über den da. So, haben wir jetzt alles? Ne. Antriebswelle muss wieder rein. So, dann haben wir doch da. Wird jetzt alles schon wieder drauf, was drauf muss? Oder fehlt uns da jetzt noch irgendwas? Keine Ahnung. Ich guck mal, wie es hier aussieht. Weil hier müssen wir auch jetzt wieder ein bisschen was zusammenbauen. Den Querlenker haben wir abgebaut. Okay, warum weiß ich jetzt nicht. Aber machen wir halt wieder mal dran, ne? Hätten wir gar nicht gebraucht. Totaler Quark. So, dann brauchen wir den Spurstangenkopf. Dann brauchen wir... den da. Der muss wieder drauf. So, dann muss der wieder drauf. So, dann kann hier die Bremsscheibe drauf. Dann kann die Bremsbeläge drauf. Das sieht soweit komplett aus. Ja. Moment, ich weiß gar nicht. Haben wir jetzt hier die falschen Belege draufgesetzt? Oder? Oh oh. Wir haben doch da jetzt nagelneue Bremsbeläge drauf gemacht. War das richtig oder falsch? Nee, ne? Ich glaube, die brauchen wir gar nicht neu drauf zu machen, oder? Das waren die anderen, die wir hatten. 11%. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ach komm, wir machen die drauf. Gut, dann war das halt so. So. Ja, einmal montieren. Das haben wir alles irgendwie ein bisschen zu viel abgebaut. Das hätten wir alles gar nicht gebraucht. So. Jetzt haben wir das alles drauf. Jetzt fehlt aber irgendwie noch was. Achso, ja. Wir sollten den Stoßdämpfer wieder einbauen. Hätten wir alles gar nicht gebraucht, ne? So, was fehlt noch? Koppelstange Typ A. Da ist die mit 78%. So. Jetzt sind wir hier komplett. Das ist gut. Supi. Läuft doch. Gut. So, jetzt müssen wir auf die Seite nochmal. Da fehlt noch ein bisschen was. Also einmal die Aufhängung. Einmal Teile wieder zusammenbauen. Was fehlt uns? Die Koppelstange fehlt uns. So. Jetzt können wir den Reifen aufsetzen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar schon alles fertig haben. So. Jo, wir haben alles geschafft. Auftrag beenden. Ui, so langsam kriegen wir ein bisschen Geld dazu. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Schön. So, jetzt gucken wir aber erstmal ins Inventar. Wir haben, glaube ich, noch einen Haufen alten Käse, den kein Mensch mehr braucht. Gut, den kann man auch gut verkaufen. Ist die Frage, sollen wir die verkaufen oder... Ich weiß es nicht. Ich heb mir die nochmal auf. Ist ja kein Problem. So, wir gucken mal, was haben wir hier? In einem Rutsch alles fertig machen, das wieder bremsen. Dann machen wir das jetzt mal einfach. Nockenwelle einlaufen, Nockenwelle anschauen, Öl wechseln und alles, was sonst noch so gemacht werden muss. So, das liegt an der kompletten Reparatur, nach der Totalinspektion. Das sieht aus wie so ein, keine Ahnung, was ist das? Peugeot? Nee,
Sieht aus wie so ein Ford Mondeo oder sowas. Keine Ahnung. So, einmal auf die Hebebühne. So. Ich will da noch nichts ausbauen. Und ich glaube, wir müssen den erstmal aufbocken. So. So, einmal inspizieren. Ne, halt, einmal inspizieren. Gott. Sieht eigentlich alles gesund aus, ne? So, da sehe ich jetzt nichts. Oh, da ist jetzt aber auch schwierig, irgendwo dran zu kommen. So. Sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Scheint alles gut zu sein, ne? Die Teile scheinen alle in Ordnung zu sein. Gut. Da sehe ich jetzt nichts. So. Also er will ja was mit Nockenwelle. Das heißt Motor. Diagnose. Gut. Kann mit dem OSOB. Okay, muss demontiert werden. Kann nach der Demontage Ölwechsel müssen wir machen. Gut, dann müssen wir erstmal ein bisschen was abbauen. Ich weiß nicht, die Nockenwelle müsste, glaube ich, hier sitzen. Ne? Nehmen wir die mal raus. Die sehen gar nicht so gut aus. 28%, 30%. So. Ich habe keine Ahnung, wo die Nockenwelle sitzt. Also deswegen, ich versuche es mal einfach da drunter. Vielleicht ist die da. Wenn ich Glück habe. Ich weiß ja nicht, ob ich erst Öl ablassen sollte, vielleicht. Gut, die Nockenwelle sieht ziemlich böse aus. Ah, da muss ich das erst abbauen. Da muss ich das erst abbauen. Oh, ich glaube, wir sollten das Auto erstmal entölen. Bevor wir da Probleme kriegen. Gut, da können wir noch mal probieren, ob das jetzt hier mit dem Ding besser funktioniert. So. Jetzt probieren wir das mal mit Gerät benutzen. So, lassen wir erstmal das Öl raus. Bevor es da wieder Sauerei gibt und wir Probleme kriegen. So, den erstmal wieder auf Seite. Gut, dann. Einmal wieder runter. So, weil wenn schon mal kein Öl mehr drin ist, ist ja gut, ne? Ich glaube, das ist der beste Punkt. So. Diagnose. Im Eimer. Im Eimer. Okay, das müssen wir dann erstmal demontieren. Riemenspanner raus. So, jetzt können wir, glaube ich, den Riemen entfernen. Den Riemen entfernen. So. Dann, das muss alles jetzt runter hier. Hilfe. Ah, ja, ja. Und dann kommen wir erst an diese Welle ran. Ach, lieber Gott, ist das ein Aufwand. Wow, das ist aber viel Arbeit. So, da muss dann erst der Riemen raus. Ich glaube, das Nockenwellenrad sieht auch böse aus. Ja, auch fertig. Auch fertig, hä? Ja. So, dann raus damit. Ja. Jetzt können wir die rausholen.
Okay. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen die Diagnose gehen. Kann nach der Demontage geprüft werden. Das heißt, ich muss das jetzt alles auseinanderbauen. Schade. Oder doof. Naja, dann bauen wir mal alles ab. Dann sehen wir ja, was das für ein Zustand hat. Bauen wir mal den ganzen Motor auseinander. Er hat ja gesagt, wir sollen nach allem gucken, was da so möglich ist, ne? So. Das sieht ja alles noch gut aus. Eieiei. Naja, dann bauen wir mal ab. Ist ja... So, 89%. So, da muss der Turbolader raus. Gott, sind da viele Schrauben. Hilfe. Ich glaube, wir zerlegen gerade den ganzen Motor hier. Weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Oh Gott. Ich glaube, viel mehr müssen wir gar nicht machen, oder? Ich glaube, das zerlegen wir noch und dann gucken wir mal. Ich glaube, die anderen Sachen sind alle gut. Kann nach der Demontage geprüft werden. Das ist ja toll. Wieso ich... Das ist doch blöd. Das ist ungünstig. Aber da gucken wir in der nächsten Folge nach. Weil heute sind wir durch. In dem Sinn sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.